Nehme ich noch einen Punkt hinzu, dann habe ich zu der Geburtsgeschichte so ziemlich alles erkundet. Zumindest zu dieser Geburt. Die anderen Geburten habe ich noch nicht erklärt. Jetzt bleibe ich einfach mal da. Es hat sich noch ein Feld aufgemacht und wer jetzt meine Videos schon ein bisschen kennt, weiß ja, dass ich ein Vierkörpercoach bin. Also ich kann in der physischen, mentalen, emotionalen und energetischen Ebene agieren und bin dort vollständig aufgefüllt in allen vier Körpern. So, was hier auch noch eingetreten ist, dadurch, dass ich ein halbes Jahr später immer noch ganz schlecht drauf war und ich auch beinahe wieder gedacht habe am Anfang, ich kann nicht, ich bin so müde und matt und fix und fertig. Und auch gab es dort zum Beispiel dann so Zwischenfälle in der Klinik, dass die mir einfach gar kein Eisen gegeben haben oder irgendwas. Blutkonserve. Also ich habe es ja schon mal erlebt, ich habe schon mal Blutkonserven vor 35 Jahren gekriegt. Da ging es mir schlagartig wieder besser, weil natürlich der HB-Wert viel zu stark unten ist, ne? Ich glaube so, wenn mich nicht alles täuscht, so 12 ist ganz gut. Ich hatte, glaube ich, 6 oder so. Also, dann kommst du dir vor wie ein mittlerer Greis, 100 Jahre alt oder so, oder vielleicht 150. Also wenn ich mich hingesetzt habe, habe ich schon Schweißausbrüche gekriegt. Also ich war zu gar nichts irgendwie fähig. Und dann mit Baby und überhaupt und Kaiserschnitt und Schmerzen. Und ja, das kam noch dazu. Das Krankenhaus hat das nicht überprüft, hat sich auch irgendwie geweigert, mir frisches Blut zu geben. Worüber ich eigentlich heute ganz froh bin, weil heute weiß ich schon mehr darüber, über Blutkonserven und so weiter und so fort und fremdes Blut im Körper. Sie haben mir aber auch keine Tabletten gegeben oder irgendwas. Stattdessen haben sie mich entlassen. Aber ich war gar nicht fix auf den Beinen. Und nach einem halben Jahr habe ich mir gedacht, da stimmt gar hinten und vorne irgendwas woanders nicht. Also wenn irgendwas nicht klappt oder wenn du einfach nicht auf die Füße kommst, kann dir fast sicher sein, dass da viel mehr noch dahinter steckt und dass du auf anderen Ebenen schauen musst. Einer von den vielen wird es dann schon sein. Wir haben ja genug, vier reichen, finde ich. Und da können wir alles herauslesen. Und was ich dann herausgefunden habe, dann bin ich nämlich wieder also weg von der Ärzteschiene gegangen zu einer Heilerin und die mir dann sehr geholfen hat, weil die hat nämlich gesehen, dass eben eine karmische Geschichte wieder aufgetaucht ist durch den Einschnitt. Also hier können wir auch sehen, Kaiserschnitt, Einschnitt, ja. Alles, was mit Schnitt auch zu tun hat, ist auch ein Einschnitt in dein Leben. Ne? Kannst du immer so irgendwie so eins zu eins sehen. Und auch diese Angst war ein Einschnitt. Und dadurch war die Möglichkeit gegeben, dass jemand aus einer anderen Ebene sich an meinen Körper energetisch haften konnte und deswegen mir ganz viel Energie entzogen hat. Und das ist wieder eine andere Story aus einem anderen Leben. Und wenn du bereit bist, in diese Ebenen reinzuschauen, kannst du sowieso alles auflösen. Da hast du dann überhaupt kein Problem, weil das ist da, wo dann einfach kein Arzt mehr irgendwo hingehen kann, weil er es nicht weiß, weil er nicht in dem Bewusstsein ist, weil er das natürlich nicht gelernt hat, dass es da noch viel, 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 viel mehr anzuschauen gibt. Bei Krankheitszuständen oder wie immer auch. Oder generell psychologischen Zuständen. Alles, was mit unserem Leben zu tun hat, hängt einfach ja, in zwei Welten. Ne? Du weißt ja, also die eine Welt, physische Welt, die Materie, was wir sehen und anfassen können. Die andere Welt ist die energetische Welt, die unsichtbar ist. Und wenn halt für die Menschen was unsichtbar ist, dann gibt es das einfach nicht. Okay, ich bin eines Besseren belehrt worden. Ich durfte da jetzt die letzten 25 Jahre wirklich gut hingucken. Und sonst wäre ich, glaube ich, auch gar nicht mehr hier. Ich weiß nicht, wie ich das sonst alles hier überlebt hätte, wenn ich nicht den Zeichen gefolgt wäre. Und hier bin ich wieder meinem Gespür gefolgt, weil ich war eben schon wieder ein Stückchen weiter und war dann froh, dass das dann auch geheilt wurde. Und sofort ging es mir besser. Ja, von Stund an. So, hier hatten wir also wieder. Was haben wir hier gehabt? Ein Karma, habe ich gesagt.
sehr, sehr interessante Geschichten wirst du dann plötzlich kennenlernen. Und wenn du einfach die ganzen Geschichten kennenlernst, dann hast du natürlich die größte Möglichkeit, alles aufzulösen in deinem Leben, weil da nichts mehr verborgen dann ist, ne? Da kann sich nichts mehr Altes reinschleichen. Und wir haben manchmal eben eine Menge zu tun. Macht nichts. Genau, das wollte ich jetzt noch zum Besten geben, falls es jemand interessiert. Danke, dass du wieder geguckt hast. Und wenn du Hilfe brauchst in irgendeinem Sektor deines Lebens, in einer Lebenssituation, es ist alles veränderbar und alles machbar, wenn du dazu bereit bist. Kein Problem. Ja, melde dich gerne unter 089-122-96485, wenn du bereit bist, Hilfe anzunehmen. Danke, alles Liebe, ciao.